Hey ho ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Heute mache ich euch eine Roomtour. Juhu! Und zwar mit Kamerafrau. Meine Schwester ist hinter der Kamera, Joanna, die ja auch mein Intro gebaut hat. Genau. Es hatten einige gefragt, ob ich mal eine Schminksammlung machen kann. Das mache ich gerne, aber zuerst wollte ich euch mal mein kleines Schminkzimmerchen zeigen. Und es geht direkt los. So ihr Lieben, ich zeige euch jetzt mein Zimmerchen und es geht direkt los. Einmal hier unten habe ich so ein bisschen, ja, hinten ist die Gerümpelecke, die zeige ich euch mal nicht. Mein Sofa, das ist auch das Gästesofa, wenn hier mal Leute übernachten. Und dann kommen wir gleich zu meinem Hintergrund, den ihr ja eh schon immer seht. Und dann komme ich doch auch einfach mal mit in die Kamera. hier habe ich vor allem meine High-End-Lippenstifte. Urban Decay, MAC, ein bisschen hier Too Faced und so, ne? Und Jeffree Star. Meine super High-End Foundations, die ich ja leider nicht so liebe, ne? Also die habt ihr schon mal als Vlog gesehen. Vielleicht werde ich sie irgendwann nochmal mögen. Bisschen Schmuck, ein Bodypuder von Marc Jacobs. Und meine Brillen, bisschen Shishi. Und dann als nächstes weiter. Oben in der Ecke mein Schmuck. Ja, ich trage ja selten Schmuck, so als Piercerin ist das irgendwie so ein bisschen blöd, wenn ständig irgendwo was baumelt und man die Ringe mal abnehmen muss. Deshalb, ja, früher habe ich sehr viel Schmuck getragen, jetzt ist es etwas weniger geworden. Dann da unten in dem Regal habe ich so ja, Haarspray, Haargedöns. Und dann kommt schon der erste Schrank. Hier mache ich meistens meine Haare. In dem Bereich. Hier ist so mein Haargedöns, ne? Mein Duttkissen, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Und auch so ein bisschen Krams von meiner Tochter, weil sie spielt hier immer dran rum. Das ist so eine Höhe, wo sie ganz gut drankommt. Dann gucken wir doch einfach mal in die allerersten Schubladen rein. Und zwar diese hier, meine Bodylotion-Schublade. Also hier vorne ist so ein bisschen Fußzeugs und hier sind ein Teil meiner Bodylotions. Ich habe sehr viele, liebe Bodylotions. Hier unten, ja, Füße, Reisegrößen, ein paar Taschentücher. Hier unten ist echt, viele Schubladen sind unspektakulär. Meine ganzen Proben, wenn man bei Douglas häufig bestellt, sieht das dann so aus. Und hier oben auch nochmal Haarzeugs. Lockenstab, das sollte ich öfter mal benutzen, aber es ist so kompliziert. Das ist eine sehr wichtige Schublade, ne? Deo, Epilierer, Rasierer-Zeugs. Und hier unten ist auch nochmal, ja, so hauptsächlich Sachen zum Haare färben, ein paar Lockenwickler und sowas, also auch nicht so spektakulär. Als nächstes mein eigentlicher Schreibtisch. Und da fangen wir einfach direkt mit der ersten Schublade an. Die erste schöne, aufregende Schublade. Meine Schublade mit meinen Rouges. Ja, hier, ich zeige euch mal ein, zwei. Habt ihr ja auch schon im Favoritenvideo gesehen. Und in meinen Hauls. Das ist so eine meiner allerliebsten Lieblingsschubladen. Ich liebe Rouge, wie ihr seht. Und ich denke, wenn ich jetzt anfange mit meiner Schminksammlungsreihe, dann geht's mit Rouge los. Hier unten ist so ein bisschen Backup. Ja, hier so Wattepads und sowas, was man immer dringend braucht. Meine zweite Lieblingsschublade, meine Bronzer. Meine Schätzchen, sind sie nicht bildschön? Eigentlich schade, sie in der Schublade zu lagern, aber ja, die kann man nicht alle aufstellen. Ey, das man kann sie nicht als Deko benutzen. Dann, ganz wichtig, meine Foundations. Ich habe ja gesagt, ich habe eine Leidenschaft für Foundations. Ich habe aber schon aussortiert, muss ich sagen. Also es sind auch noch einige, zum Beispiel die hier. Ja, ich finde, damit kriege ich das Einzige, was ich damit hinkriege, ist ein Cakeface. Also ich muss einfach mal gucken, ja, ob ich da vielleicht noch mal ein paar aussortiere. Aber ich kann mich ganz schwer trennen, muss ich sagen, von Foundations. Dann Anspitzer. Meine Mischpaletten, die meistens so aussehen, ich mache sie immer dann vor dem nächsten Gebrauch sauber. Einen kleinen Mülleimer mit
haufenweise Taschentücher, weil, wie ihr vielleicht hört, der Heuschnupfen, der macht mich fertig. Meine Schwester auch im Hintergrund. Dann, ne, Wattepads und so weiter. Also auch nichts Spektakuläres, aber Sachen, die man jeden Tag braucht. Dann gehen wir hier oben einmal weiter. Ja, dieses schwachsinnige Ding, aber es ist tatsächlich nicht schlecht. Das ist dieser Handschaum und das riecht gar nicht so unerträglich. Aber ich muss das irgendwie mitnehmen, ne? Verpackungsopfer und so weiter, ihr wisst ja. Dann meine ganzen Plugs, die müssen auch immer schön griffbereit sein. Und dieses Ding, das ist richtig cool, das ist von Ikea, das ist so ein Schreibtisch-Organizer, aber der ist super geeignet. Ne? Hier kann man schön Pinsel reinmachen. Ich habe hier noch ein paar Paletten hinten. Dann meine aktuelle Skincare-Nachttag und ein paar Liquid Lipsticks. Der hier übrigens ist ein absoluter Fehlkauf gewesen, leider. Rate ich euch nicht, wohingegen ich die ganz toll finde. Dann haben wir hier aktuell Schwämmchen, die ich benutze. Das ist einfach ein Eierbecher, ne, von Kik. Aber das ist ganz cool, da können die schön durchtrocknen. Mein aktuelles Puder, was ich im Moment benutze, habe ich wieder ausgekramt. Ist uralt. Ich glaube, dass es das auch gar nicht mehr gibt, aber das ist sehr schön. Lippenpflege, ein bisschen Schmuck. Ja, so als Piercerin, ne, da wechsle ich ständig meinen Schmuck. Meine geliebten Mascaras. Bisschen Skincare, meine High-End, supermäßige, super-duper Tageslichtlampe. Und dann können wir gleich weiter nach oben gehen. Dann meine Mascaras. Ich finde nicht so, dass ich so viele habe. Also, das hält sich noch in Grenzen. Schwämmchen, über Schwämmchen, da spielt meine Tochter voll gerne mit. Dann meine aktuellen Pinsel. Ich sammle die, die ich benutze, immer hier drin, um sie dann zu waschen, weil sonst nimmt man von hier einen, von da einen, von dort einen, dann sind sie alle schmutzig und man braucht 3 Stunden, um sie zu waschen. Das ist gar nicht schön. Obwohl, ich könnte mal wieder, weil es ist hier schon wieder ein bisschen viel drin. Dann Eyeshadow Base, Concealer, alles Concealer, 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 Lippenbase und meine Lippenpinsel, auch ganz wichtig, und nochmal wieder ein bisschen Skincare und dann diese affengeile Limited Edition von Urban Decay. Dazu habe ich euch auch ein Video gemacht, das verlinke ich euch. Ich finde es einfach so cool, weil die hinten so, die sind echt wie so eine Leinwand, die man aufhängen kann. Richtig geil. Dann geht es hier weiter. Das sind meine High-End Lidschattenpaletten. Eine MAC-Palette, da ist Lidschatten und Rouge und sowas drin. Und das ist alles fürs Gesicht. Also Rouge-Paletten, Kontur-Paletten. Die neue hier. Shapeshifter. Guckt euch das mal an. Ist das nicht geil? Geil, oder? Staub. Ja, die ist wirklich cool. Also mache ich euch gerne auch ein separates Video, wenn ihr darauf Lust habt. Dann geht es hier oben weiter, das sind alles Lidschattenpaletten, hauptsächlich tatsächlich von Makeup Revolution. Ich finde die Lidschattenpaletten richtig, richtig, richtig gut. Ein bisschen BH Cosmetics, ja, als ich aussortiert habe, waren die kurz davor wegzukommen, weil ich finde sie tatsächlich alle nicht so schön. Mal sehen. Oben sind noch meine restlichen Gesichtspinsel, die ich auch wirklich selten benutze. Jetzt fängt mein Mann an, Rasen zu mähen, ich hoffe, das hört man nicht. Doch. So ein Mist, aber naja, so ist das halt, ja. Es ist Samstagnachmittag, was macht man da? Ein Video drehen und dann gehen wir direkt weiter hier oben hin. Da sind meine ganzen Nagellacke drin. Diese Kiste, die habe ich vor 100 Jahren mal bemalt. Im Urlaub. Baby hat Albträume. Okay, interessant, das war übrigens gerade mein Hund. Ja, also Nagellack, ne? Dann gehen wir hier unten weiter. Lippenstifte, hauptsächlich Drogerie-Lippenstifte, die ich sehr selten benutze. Ich bin ja so bei Lippenstiften so ein High-End-Mädchen, ne? Das ist ja ganz schlimm. Ich will sie aber mehr benutzen, deshalb habe ich sie mir hier mal so ein bisschen hingestellt. Bisschen Schmuck und Lip Liner. Dann hier sind meine ganzen Kajalstifte, Eyeliner und so weiter. Ganz ehrlich, ich benutze fast immer nur den. Die anderen sind so, ja, ich muss mich mal zwingen, ein bisschen mehr Stifte zu benutzen. Dann wieder Lippenstifte.
Hier unten habe ich meine ganzen Augenbrauenprodukte. Das sind einige Stiftchen, Augenbrauen, Mascaras und so weiter. Das Übliche. So, kommen wir zum letzten Bereich. Einmal hier oben habe ich meine restlichen Augenpinsel und noch so ein bisschen, ja, andere Pinsel und zum Augenbrauen schneiden und so. Und dann fangen wir mal mit diesem Kästchen hier an. Ich dachte ja, ich hätte nicht so viele Highlighter. Aber ich habe mich wohl geirrt, denn als ich aufgeräumt habe, ist mir aufgefallen, dass ich hier Highlighter habe. Hier Highlighter. Creme-Highlighter. Highlighter. Highlighter. Hier sind meine Lieblings-Highlighter drin, ne? Kennt ihr ja schon, habt ihr schon ein paar Mal gesehen. Und hier drunten, nein, nicht Highlighter. Oh. Mist. Hier sind meine Puder drin. Ja, ich habe eine große Leidenschaft für Puder entwickelt, hatte ich gar nicht so. Aber irgendwie in den letzten Wochen, Monaten habe ich irgendwie extrem viel Puder gekauft. Dann geht es hier rüber zu meinen Fixing Sprays. Da habe ich auch so einige. Wenn ihr wollt, kann ich euch darüber auch mal ein Video machen. Separates kann ich ja einiges bieten. Guck mal hier, das Pixie Glow Mist, ne? Ist nicht so mein Fall, glaube ich. Also der Hype, ja, weiß ich nicht. Ich finde es nicht so toll. Dafür aber, das hier ist der Hammer. Ehrlich, also Drogerie 7 Euro, Wahnsinn. Das kann locker mit dem Urban Decay mithalten. Hätte ich nicht gedacht, dass es das gibt, aber es kann. Jetzt machen wir noch ein paar Schubladen auf. Erstmal die hier, recht unspektakulär. Mal wieder ein paar Lippenstifte, die benutze ich sehr selten. Das waren mal alte Favoriten von mir, von BH Cosmetics. Ich glaube, dass die auch gerade im Sale zu haben sind. Die sind wirklich sehr, 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 sehr gut. Aber ich habe halt einfach so viele andere, ne? Dann ein paar olle Pinsel. Hier, vielleicht verlose ich das mal. Mal schauen. Dann gehen wir hier rüber zu meiner Skincare-Schublade. Hier ist meine Skincare drin. Hauptsächlich so Sachen, die wieder darauf warten, benutzt zu werden, die vielleicht die eher für den Winter geeignet sind als für jetzt. Ein paar Sachen, wo ich noch nicht so genau weiß, was ich damit machen soll. Das hier zum Beispiel, ich finde es ja überhaupt nicht so toll. Ich weiß auch noch nicht, ob ich dem nochmal eine Chance gebe. Und hier sind Masken und da sind Masken. Ich habe einen affenartigen Maskenvorrat. Ich benutze sie so selten, weil ich einfach keine Zeit finde. Nächste Schublade, eine meiner absoluten Lieblingsschubladen. Hier sind hauptsächlich Sleek-Paletten drin. Die habe ich mal total abgefeiert, ja, also so als ich so angefangen habe, mal ein bisschen außerhalb der deutschen Drogerie meine Fühler auszustrecken. Da war ich total von Sleek begeistert. Die sind auch schön, aber irgendwie benutze ich sie selten. Es sind sehr intensive Farben da drin. Und immer wenn ich so, ja, so Halloween-Sachen schminke oder so, dann greife ich immer zu denen, weil die haben eine krasse Pigmentierung. Dieses scheußliche Einhorn-Ding, ne? Gott, ey. Ich weiß auch nicht, warum ich die gekauft habe, bis heute nicht. Dann meine geliebten NYX Lid Lingeries. Die sind so unfassbar gut. Also guckt euch die mal an, wenn ihr auf Creme-Lidschatten steht. Creme-Lidschatten. Normale Einzellidschatten und Pigmente. Ein bisschen Gedöns, Pinselreiniger und so. Und Primer. Ich und meine Primer, ja. Illuminating Primer. Ich liebe Illuminating Primer, ja. Der hier, ne, habe ich euch auch schon meinen Favoriten gezeigt. Mega. Oh Gott, ich finde den so geil. Dann ein Produkt, was leider... Ja, also diese ganzen porenverfeinernden Primer, irgendwie... Also das funktioniert bei mir irgendwie nicht. Bei mir kriege ich dann Cakeface. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich was falsch. Das ist irgendwie nicht so toll. Dann letzte Schublade. Ist diese hier. Und da habe ich einfach, das ist so meine Backup-Schublade, ne? Zahngedöns. Einige Sachen auch aus der Glossy Box. Ich habe die ja abbestellt, weil irgendwie so richtig hat mir dann am Ende doch nichts da drin gefallen. Dann
den Ordinary Primer aus Angst, dass er irgendwann mal nicht mehr zu haben ist. Mein Abschminkzeug, ein bisschen BB-Creams, die ich besonders toll finde. Künstliche Wimpern, die ich nie benutze. Und ja, auch hier nochmal so ein bisschen Backup. Im Grunde würde ich sagen, das war's. Das war mein Zimmer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was ganz, ganz Schönes und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!